Kameradschaft ist, ist aus meiner Sicht für uns das Schlüsselwort. Sie ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch das unsichtbare Band, das in Krieg und Gefahr, aber auch in neuen Lebenslagen alle zusammenhält. Das Bewusstsein für diesen kameradschaftlichen Zusammenhalt ist in einer zunehmend gefühlsmäßig verarmenden, medial geprägten Welt sowie in einer Zeit, in der auf europäischem Boden ein fürchterlicher Krieg geführt wird, bedeutsamer denn je. Krieg und Gefahr sind im letzten Jahr zu einer neuen Realität geworden, der gegenüber wir uns als Streitkräfteamt auch nicht verschließen können und das natürlich auch nicht wollen. Dass wir uns dieser herausfordernden Zeit stellen, zeigen wir heute symbolisch mit dem Tragen des für diesen Anlass unüblichen Feldanzugs. In diesem Kontext hat der Generalinspekteur Mitte Juli in nicht zu wünschender, übriglassender Deutlichkeit auf den Punkt gebracht. Die alte Formel, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, reicht nicht mehr aus. Das neue Ziel muss in Zukunft sein, gewinnen wollen, weil wir gewinnen müssen. So, Herr General, Sie müssen einmal an den nächsten Urlaub denken. Welcher General? Alle.
Damen und Herren, ein kräftiger Applaus für die Motorradstaffel der Hamburger Polizei.